Meine Liebe und eure Freund, ihr hört ein neuteurisches Programm mit Liebschaft von Paris. Beim Mikrofon ist Michael Felsenbaum. Paris, blüht die Liebe und flieht, Arzt zu Arzt, Lied zu Lied, und der Träum weint und lacht, jeden Tag, jede Nacht. In Paris, Frühlingszeit, kommt zu fliehen, geschwind, uns zertat sich der Wind auf die Dächer in Träum, in Annes Teufel. Meine liebe Damen und Herren, Havertes und Haveirem, Huschewe Freien. A ganzen Tag bin ich nachts noch gesessen beim offenen Fenster und sich eingekickt in der Welt. Und jetzt, von meinem nächtigen Guckwinkel, kann ich versachakeln die allgemeine Situation, wie man vielleicht sich einmal bei uns ausdrücken. Sich soll nicht suchen, a Potkewe von einem gepeigerten Pferd, weil ich nur eräusungen meine private Meinung, als die Welt seht euch Punkt azoi, wie Leuten Titel zum weiterdicken Kapitel von Jan Lazars Erzählung, der eine. Von ein Dupe in ein Zweiter. Wenn ich der Mann sich in Skelnik, der Städtel, wo ich bin, aufgewachsen geworden und verlost mit gute 50 Jahre zurück, das erste, was bezieht mein ganzen Jäsch und geht ein Schlag in die Nusslöcher von dem Sekuren, ist der schreckliche, kleppige Aver von dem steinernen Toilett, wo es gestanden auf einem Präsidentenort inmitten dem Auf. Der straschne Wohn, wie es vielleicht sich ausdrücken, die Bobereiseruchel, ist gestanden über Neuf, sei Sommer, sei Winter, mit einem Unterschied. Winterzeit ist das Gewein ein frostiger Gestank. Kein Russisch hat die Bobbe nicht gekannt, nur Jiddisch und Rumänisch, aber ein zähnlich Wörter, wie sie hat gemeint, Klulis, vielleicht sie tummet ein Reusnehmen von ihr Matjuhanski Zapas, kidei nicht verschmieren unsere schöne jiddische Sprache. Und alle russischen Wörter sahen bei ihr gewein, nur in männlichen Min. Der Straschner Wohn, sie ist ein Polner Drak, in Stieb ist ein schrecklicher Gras. Kinskelnik. Hat man uns übergesetzt gleich, nachdem wie ist abgebrennt geworden unser Dorf, Panski Dupe. Zu sagen, als Kellnik hat uns gesehen schöner oder gewinn größer von der Panske Dupe, kenne ich nicht. Nur in Kellnik ist gewinn eine Schule und vielo ein kleiner Spitul. Nur die wichtigste Sache für unsere Sprache ist gewinn die kleine Möbelfabrik, wo dem Seide Jankel hat man gleichgestellt arbeiten wie ein glavne Meister. Aber, Eider, ich bin mamschig mit der Geschichte von unserem Spruch in Skelnik, will ich nur zugeben, ein paar gut wichtige Protem sei zu sein Numen, wo stammt von ukrainischen Wort Skella, ein Fels, und das ist taki
Jens Dorfer, wo die Polaken oben gehalten die gefangene Krimmer tutern in die Jurentachvetat. Sei es beis der Milchume mit Chamilukis Kosaken und seire Alliierte die Krimmer tutern. Ich stell sich ob auf dem Prat, weil ein bisschen später, wenn der polnische Kaiser Jan der Dritte Sobieski hat geführt seine unmännliche Milchummes und er geht in seine Armee ein Polk von tuterischen Reiter, welches angewähnt getrei der polnische Kroin. Und die Tutern, Jan Sobieskis tuterische Kavallerie und bald noch der Milchumme bekommen von dem polnischen Kaiser eine reiche Matune. A stieg nachle in Podlaschje, harba der Grenz mit die weißrussischen Nachles. Die tuterische Dörfer, a kreiselbar gute 150 Kilometer oben geheißen Bialystok, Sokulki, Bochaniki, Krinki und Kruschiniane, die Kindskinder von jenen Tutern wohnen bis einigen Tag in ein paar Dörfer in Polen bei der weißrussischen Grenze. Aber zu unseren Skelniker Tutern, die Milchumme Gefangene, haben sie nicht gehört, kein Schirm Scheiches. Die Skelniker Tutern haben sich von lang assimiliert mit den ortigen Christen. Und ich bin nicht sicher, in jenen Zeiten, wenn man uns übergesetzt in Skelnik, ist dort geblieben, hat ein Tuter. In meinen Zeiten ist Skelnik gewesen, ein polnisch-ukrainisch Städtel. Wo auch unsere Mischpuche, es ist gewesen noch ein jüdische Mischpuche mit der Familie namen Barasch. Welche hat man gebracht, ins Kelnik von etwas an ungarisch-galizianer Dorf, weil ins Kelnik ist gewesen ein Spitul. Und der Tate von jener Familie, Michael Barasch, ist gewesen ein Fälscher. Und die ganze Mischpuchele hat sich gehalten, Mamesch wie Mäusche Kreuz. Ein Kitzer, sei Barasch Tate und sei Barasch Mame, haben bald hereingesagt, mein Seiden Jankel in der Bobe Reiseruchel, als mit der selche Schleppeirem wie mir, seis die Mischpuche Lase, weil sie und seine zwei Töchter, Sabine und Grete, beide in mein Eltern, sich keinmal nicht haben und Bichlal hat zugegeben die Barschmame, mir oben stark meure, als unsere Mädchen sollen sich ein Lille nicht umstecken mit etwas a duschevne Krankheit von eier ausgedarten, ich warte Ingel. Mein Tate, wie ich gedenke, hat gewollt, unreiben Michael die Morde und begruben die Barascheche, nur die Mama meine hat ihm nicht gelost. Aber es sollte bleiben zwischen uns. Das älteste Mädel, Sabine, pflegt mir einmal schenken einen süßen, neugierigen Blick. Von der Weitens versteht sich und nur Lekuvet Neiger. Gut, lass mir nicht zu schmieren die Kasche über den Teller und sich nehmen zum Teuch von der Geschichte. Punkt in jener Zeit, wenn der Seide Jankel hat ungeheuben Arbeiten auf der Möbelfabrik, hat meine Mama geschickt auf eine Woche Zeit, in Lemberg auf etwas Kursen und von dort ist sie gekommen schon in eine große Schischke, sie ist eine Buhalterische und soll noch so lang dauern unsere Säune, wie viel hat gedauert, als die Mama meine soll bekommen eine schöne Stelle
in dem Städtelrat. Und Mama ist nicht zu bleiben in der Alp-Jura-Rim. Und unsere Mischpuche bekommen ein Dierle von zwei kleinen Zimmerlich in der Eis mit nur einem Mischpuche scheinen. Was haben gehabt, einen separaten Reingang. Ihr sollt sich nicht kiddischen, nur ich kann euch sagen, pinktlich, pinktlich. Wenn ist das geschehen? Schuschen Pirem, in das ist der 6. März 1953. Ich gedenke sehr klar, als wir oben sich gegreit gehen schlufen, nur von draußen oben sich gelost werden räuschige, quietschende Klangen von den Militäraeroplanen. Der Tate hat mich genommen auf die Hand und die ganze Mischpuche ist draußen draußen. Der Seide Jankel in Pliedern in einer Zigeike auf der Leib hat verrissen den Kopf zu den Aeroplanen und ein Bursche getein der Boben erst Ruchel. Ich fiel, als der Wanzivater hat gepeigert. Von deinem Mollen Gott zu hören, hat ihm abgehend für die Bobbe. Der Tate meiner hat gewollt, sei etwas hereinzugen, nur die Mame hat ihm weggeregt zum Pleut und so getan, als starker das Kind, es soll sich nicht erschrecken. Mit dem Satz. Es verändert sich Jan Lazar Seftel, von welchen ich habe rausgenommen und die hat Erzählung wegen dem, wie sein Mischpuche ist übergesetzt geworden von der verbrennter Panske-Dupe-Kinskelni. Mit dem aber verändert sich nicht seine Erzählung wegen sein Leben in einem neuen Städtel, aber dem Emschech von der meisten Gufe ob ich Tache gefunden in einander Äftel, welches hebt sich an mit der Erzählung wegen dem Wanzivaten Gaslen, der eine, dem Haver Generalissimus, Josef Stalin. Жди меня, и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желая добра. Все, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло, кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло.
не понять, не ждавшим их, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня ожиданием своим. Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Фун Ян Лазар Сефтл mit der zerrissenen Taubel. Der Haver Generalissimus. Der Ascher Neusen Lesech Vibino hat nicht verlost sein Welt und der On hat gekreit bei Zeiten. Die Erste haben sich aufgehabt, ein paar übergeschrockene Vögeln und sehr wilde Zwitscherei hat aufgerissen die dünnenke Wand von der Nachtstummkeit. Es ist gekommen Zeit zu leben Gott mit Stille und gemosten in den Schummeklangen Mäude an Elefanecho. Die goldene Levone schotten an Nellem geworden. Die Wies von dem Frühmorgen oben a Zitter getun und die Welt hat ungeheuben suchen an neue Lichtigkeit. Der Tag hat sich ungeheuben dachten, darf die Nacht nicht nuven, nur die Nachtstummkeit und die Frühmorgenstillkeit oben gedacht sich austäubeln in der Finsternis. Eider sei oben abgetragen in dem Overtum die ekeldeke Nachttume von Gottes Kinder. Die Midesun ist noch gelegen unter der Pachwe von dem waldigen Horizont. Es ist gekommen die Zeit zu gehen schlafen, aber der Haver Generalissimus ist als gestanden beim Fenster und von hinter die schwere brokatene Gardinen geguckt auf ein unruhig Bläuerl, was ist gesessen auf dem Liftschick und gezobet die Tafel. Der Vater von alle Völker ist gewesen mir, aber etwas a Keuch hat ihm gehalten beim Fenster und er hat Mama physisch der Schild, als noch a Rege und der Ascher Neusen Lesech Vibino wird ihm beschonten mit a neuer genieller Machschove, mit Daphnor um Geduld und zu warten. Kein besonderes Siebes zu sorgen sich seinen nicht gewähnt. Seine größte Sohn, wie euch die beste Freund, voll und schön in der Erd, und es ist nicht geblieben auf der ganzen Welt, als auch euch, was kann sich gegenstellen sein Rutzen und abstellen dem Gang von der sozialistischen Weltrevolution und darf ge unter sein Unfürschaft. Und ob es ist ja geblieben, ob es
Agilheimer Koech und ich weiß nicht wegen dem. Man darf sein vorsichtig, aber wer? Amerika? Frankreich? England? Nee. Der Havergeneralissimus Gufe und sein Reuterarmee haben bewiesen, dass sie seien die Starkste auf der Welt. Nach dem größten Nizochen über Deutschland und seine Satelliten, kein Land ist nicht bekäuch aufheben die Schwert, auf den genialen Oberhauptkommandier. England und Frankreich kennen nicht sein groß und stark, weil sie oben unter der Kolonie ist, vor tausender Kilometer von seiner Mutterterritorie. Idioten! Eine nemische Kolonie darf sein hinter Nurem. Oder Badersand. Groß ist Russland, aber noch größer ist gewesen der historisch neviische Wiese von den russischen Monarchen. Wenn nicht, was wollten wir getan an dem riesigen Reserve und Potenzial von dem Ural? Von dem weiten Misrach oder on Sibirien. Was wollten wir getan, wenn anstatt Misrach Finnland oder Meere von Ukraine wollten wir verhabt ein Stück Misrach Afrika? Ah, wir sind gewesen gerecht, aber verwus bin ich so unruhig. Ich fühl doch an eine Sekunde. Der Generalissimus hat verlassen dem Fenster und zugegangen zu seinem beliebten Ort in dem Zimmer zum Viertel von Isleives. Der pflegt es rufen in seine Nachtgesprächen mit sich allein. Und das Schließwort ist Sofkolsov gekommen. Und das Wort ist gewesen, a Volk und a Medine. Eppes a national-befreierische Bewegung. Wer kann es sein? Zigeuner? Kurden? Basken? Nein. Sie sind nicht organisiert. Zerbrechelt und oben nicht genehmigte Führer. Und in Schumsofik das einzige Volk, was es missugel realisieren sehr, nationalen Träum, seien die Iden von Palästina. Und wir wollen sie helfen, verwusnen. Und da sei mit Gewehr, und sei mit den revolutionären Massen. Was kann sein besser, wie zu oben an unabhängig sozialistisch Land in seinem Herz von dem neunten Misrach. Mit den Sätz wollen wir reinklappen nach Klin, in die Interessen von England, Frankreich, Amerika und die arabische tyrannische Monarchie. Man darf nur überführen in Palästina ein paar Millionen sowjetische Iden. Es versteht sich, als rät sich wegen die gut ausgeprüften Kommunisten, Internationalisten, Militärleit und revolutionäre Arbeitermassen. Die Milchume hat ausgekauft an einem der jüdischen Kämpfer. Man darf sie nur helfen und anweisen dem richtigen Weg.
Und wer ob nicht mir kennen es Tona von besten Neufen und die, was will nicht willen vorn Kind Palästine, die rechtlich idische Bourgeoise Nationalisten in Konterrevolutionären, sie wollen fuhren Kind Sibirien. In freie Territories fällen dort nicht euch. Ah, zufriedener. Oder Vater von allen Völkern, agleckt geton sein Vater und agquetscht geton auf den reuten Knäppel von dem Telefonapparat. Möcht take it gehen für alle. Lavrenti, komm zum Iran-Dreier-Säger noch ein Mittag mit einer pirativer Swatke wegen der Tätigkeit von dem jüdischen antifaschistischen Komitee. A gute Nacht, Laurenti. Der Haver Generalissimus hat nicht gewartet auf den Enfer. Hat pushet weggelegt das Treibel auf den Apparat und gegangen schlafen. Der Ascher Neusen Lesech Vibino hat nicht verlassen sein Welt. Der Unot gekreit bei Zeiten sober. Oder es weißt euch, als zulieb sein ilchigen Krähen, ob die russische Iden nicht der Erd dem pachudem dicken Kraken von der schwarze Varones. Nur gute Psoris, meine liebe und teure Freien, bis morgen. Mit Liebschaft von Paris. Paris blüht die Liebe und flieht Arz zu Arz, Lied zu Lied. Und der Träum weint und lacht jeden Tag, jede Nacht in Paris. Frühlingzeit kommt zu fliehen geschwind und zetan sich der Wind auf die Dächer in Träum in ein Nest auf den Bäumen in Paris. Der Wind in dem Frühling Paris, in der Luft scharf und süß, in die Parken und Schenk, auf die Große, auf die Bank in Paris. Und die Sonne guckt mit Schmeichlerein in ein Gläserle Wein und so spielt sich und tanzt auf die Gäste im Glanz von Paris. A spazierend in der Hand und die Herzer beinand und gebliebener ist als der selber Paris. Jod Hirsch gehört ein originelles Programm von Radio Idisch Potus. Ihr könnt gefinnen die frierdicke Odysseus und andere Programme von unser Radio auf Podcast. Klappt noch Radio Idisch Potus in dem Suchfenster von eurer Podcast-Besorger und ihr werdet sehen alle benimmste Odysseus. Idisch Potus ist eine unabhängige kulturelle Organisation, die rechnet sich nur auf der Stütze von ihren Mitgliedern und Edovanim. Ihr könnt euch helfen, verspreiten unsere Kultur. Geht über zu unserem Webort www.idischpotus.org www.yidlshpouratous.org. Dort wird ihr sehen, wie er so das tun und er sagt zu lehnen. Hotanoe.